Es gibt Rechtsfälle, die sind wirklich spannend. Zum Beispiel deshalb, weil das Gericht so oder so entscheiden könnte. Und dann gibt es Fälle, die nicht so spannend sind, weil eigentlich schon klar ist, wie die Sache ausgehen wird. Ein Vertreter der Nicht-so-spannend-Kategorie wurde am 11. Februar 2020 vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle. Meine Damen und Herren, der Fall ist von seiner rechtlichen Dimension überschaubar, zumal sich das Gericht in neuerer Zeit mehrmals zu Äußerungsbefugnissen staatlicher Repräsentanten geäußert hat. Es mag daher den einen oder anderen überraschen, dass wir heute hier zu einer mündlichen Verhandlung zusammengekommen sind. Das Gericht ist insoweit aber nicht frei. Organstreitverfahren sind grundsätzlich mündlich zu verhandeln, soweit nicht alle Beteiligten auf die mündliche Verhandlung verzichten oder die Anträge unzulässig oder offensichtlich unbegründet sind. Was war passiert? Der Bundesinnenminister hatte die AfD auf der Homepage seines Ministeriums unter anderem als staatszersetzend bezeichnet. Problematisch nur, dass Horst Seehofer damit für seine parteipolitische Meinungsäußerung Autorität und Ressourcen seines Ministeramts in Anspruch genommen hatte. Und das ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unzulässig. Eigentlich hätte Alexander Gauland also in freudiger Erwartung das Gerichtsgebäude betreten und der Verhandlung ebenso gut gelaunt entgegensehen können. Der Mitvorstand der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag erlebte bereits 2018 den Sieg seiner Partei gegen die frühere Bundesministerin Johanna Wanka auf Basis eines ähnlichen Sachverhalts. Professor Klaus Gerditz bemühte sich als Prozessbevollmächtigter des Bundesinnenministers aufzuzeigen, weshalb der Fall Seehofer anders zu beurteilen sei als der Fall Wanka. In der Wanka-Entscheidung ging es darum, dass ganz konkret im Wahlkampf der Sache nach aufgefordert worden ist, eine politische Mitbewerberin nicht zu wählen. Die hat gesagt, rote Karte der AfD im Wahlkampf. Hier ging es nicht um Wahlkampf. Hier ging es darum, dass in erster Linie der Bundespräsident gegenüber von Anwürfen in Schutz genommen worden ist und zur allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung Stellung genommen worden ist. Das ist also ein anderes Koordinatensystem. Aus Sicht von Horst Seehofer leider nein. Im Gegenteil, sagt das Bundesverfassungsgericht in Randziffer 46 der Wanka-Entscheidung ausdrücklich, dass die Frage Wahlkampf oder nicht für sein Urteil gar keine Rolle gespielt habe. Sollte das Bundesverfassungsgericht also demnächst gegen die AfD entscheiden, dann wäre das eine echte Überraschung.